Nun gut, meine Lieben, nach den ja, naja, nicht so ganz so weiß der tollen Ergebnissen die letzten Male. Ah, wirklich. Habe ich mich jetzt echt dazu hinbreiten lassen, breitschlagen lassen, so rum, eine tatsächlich defensive, dynamisch konternde Taktik zu erstellen, in der ich noch nicht sehr, sehr wirklich viele Feinheiten eingestellt habe. Aber sie ist auf jeden Fall schon mal vorhanden. Mit der möchte ich es jetzt mal weiter probieren. Eventuell funktioniert es ja jetzt dann besser. Also mit dem Offensivdenken kommen wohl die Leute hier bei mir noch nicht ganz klar. Schauen wir mal, ob das jetzt besser funktioniert. Ich habe mich für Martins hier als Box-to-Box entschieden, weil ich finde, dass er da den besten Job macht. Zudem kommt Cadraio emotional nicht mit irgendeinem anderen klar, den ich jetzt aber aus irgendeinem Grund schon wieder nicht mehr finde. Keine Ahnung. Ansonsten hat sich nicht sehr viel verändert. Das hier sind jetzt normale Flügelspieler, keine Inversiven mehr. Oder doch? IFI? Inversiv, Tatsache, doch. Warum? War ich das oder? Weiß ich jetzt nicht genau. Nein, ich mach's so. Hey, weiß ich jetzt nicht, warum er invasiv war. Keine Ahnung. Ich hab's jetzt mal geändert. Dann habe ich das hier noch mal ein bisschen optimiert. Warum das so komisch eingestellt ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwie ändert sich das auch ständig. Das müsste aber jetzt passen, wenn ich das richtig sehe. Friedmann. Wo ist er? Friedmann, genau. Und dann VR ist der Heinz, genau. Dass die beiden Außenverteidiger einwerfen, ist einfach wichtig. Genau. Zusätzlich habe ich die Ecken überarbeitet und zwar im Angriff habe ich jetzt zwei Varianten jeweils. Die sind relativ ähnlich, aber ein bisschen mehr ins Zentrum fokussiert, damit, weil ich habe irgendwie so den Eindruck gehabt, dass da war mir ein bisschen zu wenig los. Ich hatte hier irgendwie außen immer mehr Spieler als innen. Das habe ich jetzt mal überarbeitet. Habe nur noch einen Schützen und zwar den Cadraio. Schauen wir mal, was daraus wird. Der beste Elfmeterschütze, sage ich schon. Der beste to Eckenschütze wäre der Eckert, aber der ist nun mal Stürmer und ich möchte ehrlich gesagt mein Stürmer nicht Ecken schießen lassen. Den brauche ich in der Mitte. Ganz einfach. Ein bisschen seltsam, dass der so schlecht ist in Elfmeter. Aber okay. Was ich mir jetzt noch überlegt habe, ist eventuell den Trainingsplan mal ein bisschen zu ändern. So, zum einen soll er jetzt diese Taktik primär trainieren. Ach so, halt, stopp. Weiß ich nicht. Und was der 1. November? Hä? Moment, haben wir gegen die jetzt schon gespielt? Ja, okay. 3 Tage. Genau, 4. November ist das nächste Spiel. So rum. Larum Löffelstiel. Das heißt, es geht jetzt darum. Boah, das ist so unübersichtlich. Waldkirchen, kein Training findet statt. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt zum Beispiel etwas härteren Fokus auf die Taktik lege. Weil mich das kotzt mich ehrlich gesagt richtig an, dass meine Leute einfach gar nicht klarkommen, egal was sie tun. So, ich mach mal weiter, weil ich kann ja nicht viel machen. Ihr wisst es ja, das ist ja das leidige Thema, wie schon immer. Problem an der ganzen Sache ist nun mal, dass ich so niedrig bin und eh nicht viel machen kann. U19 Trainingsplan finde ich irgendwie ganz komisch. Warum ich überhaupt eine U19 habe. Aber okay, die lasse ich einfach mal so trainieren. Beziehungsweise, die haben gar kein Spiel, sehe ich gerade.
Ihr könntet ja auch mal ein paar Standards trainieren. Trainingsspiel. Spieltaktik. Bestätigen. Ja. Aktives Verteidigen. Hier auch Spieltaktik. Ja, so. Weiter geht's. Wir werden sehen. Das nächste Spiel wird sich zeigen oder wird zeigen, wie es denn wirklich muss. Verletzungsbedingt auf Ritzvanovic eingegangen, dass mit den defensiven Mittelspieler Ritzvanovic einer Schlüssel erlitt und eine Weile, so wie es aussieht, der Ersatz. Ah, genau, der Ritzvanovic war der mit dem, der sich nicht verstanden hat. Wo ist es hier? Genau, Ritzvanovic fällt aus. Die vertragen sich nicht, deswegen ist Martins jetzt hier, Srirat hier vorne. Normalerweise ist das ja Martins Position. Aber man muss halt auch dann umdisponieren. Hier die Tipps. Auf einmal sollen wir vorsichtig spielen. Puh, vor 2 Tagen hat er noch gesagt, wir sollen sehr defensiv spielen. Finde ich jetzt nicht so. Ich würde, ja, das verstehe ich immer nicht. Unterscheidet deutlich vom dynamischen Kontern, wenn unser aktueller taktischer Ansatz unterscheidet sich deutlich vom ursprünglichen dynamisches Kontern. Wenn wir dahin zurück wollen, würde ich die folgenden Änderungen vorschlagen. Hä? Ich habe halt, ernsthaft, ich habe eigentlich nichts verändert. Ich weiß nicht, er gibt mir ja auch nichts vor. Da war nichts. Ich hätte vielleicht mal auf Anpassen drücken sollen. Aber gut, wenn es nicht funktioniert, schmeißen sie uns raus. Oh, das will ich gar nicht wissen. 3-1 verloren. Aha. Die geben da schon Angebote ab. Bückelbühl, Bückeborg und Speer. Habe ich dich auf dem Zettel? Das muss ich jetzt mal gucken. Da Tatsache. Den habe ich auf dem Zettel als Stürmer. Naja. Glaube ich nicht, dass ich da mithalten kann. Interessanter ist, ehrlich gesagt, für mich. Der Trash. Ach, beide, Tatsache. Geht gar nicht, oder was? Der ist schon auf 97. Verpflichten Sie ihn, egal wie teuer er wird. Wie mache ich denn das? Ich bin da nicht so gewandt bisher drinnen. Angebot machen. Marktwert 160. Anfrage starten. Wegen wurde Angst, ein Verein wird in Kürze darauf reagieren. Okay, schauen wir mal. Wird hier bestimmt gleich, ist an Trash interessiert. So, machen wir mal weiter. Das war der erste Schritt. Wurde nicht gerade mit Spiel ohne Ball gesegnet. Es gibt eine gute Zweikampfführung. Okay. Aha, Antritt ist in der gesamten eine Stärken der Mannschaft. Okay. Schauen wir mal. Der Waldkirchner TSV. Ich schlage vor, dass wir folgende Mannschaft für das Spiel auswählen. Ach, er würde Adili hier hinsetzen. Warum? Cadrao steht doch in der Mannschaft. Das muss ich mir jetzt schnell anschauen. Kmicic als Innenverteidiger. Warum?
Verstehe ich nicht. Der Berberich ist ein Top-Spieler, hat schon 2 Tore sogar gemacht. Nicht geeignet für die erste Mannschaft, du spinnst doch. Die Bewertung ist doch absolute Grütze. Was ich interessant finde, ist den Adili gar nicht als Außenspieler zu setzen. Notnagel mit Verbesserungspotenzial. Medienbeschreibung, Flügelspieler. Das ist aber nur die Medienbeschreibung. Aber schau mal, der hat hier so gar keine. Das ist ja, wie gesagt, nur so ein Notnagel. Dafür will ich ihn gar nicht verwenden. Das verstehe ich sogar. Martins da vorne, ja. Martins ist eine Macht, das weiß ich. Der kann das. Das hier hinten, das finde ich ein bisschen BSV. Was habe ich da? Auch BSV. Ach so, der ändert nur den Spieler. Soll ich das mal probieren und dem Berberich vielleicht mal eine Pause gönnen? Können wir mal machen. Aha, so. Was hat er noch bemängelt? Heinz und Friedmann würde er tauschen. Aber warum? Warum würde er die jetzt tauschen? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen, warum er die tauschen würde. Aber gut, kann man ja mal machen. Ah, siehst du? Ja, da bin ich jetzt nicht so mit ihm. Soll ich es vielleicht doch mal so probieren, wie er sagt? Wäre das eine Möglichkeit? Kadrajo und Adili in die Mitte rein. Schauen wir mal, was. Wen hat er da rein? Den Demirock, gell? So würde er es tun. Großbaustelle. Aber genau das ist das, was ich dann meine. Das ist doch Bullshit so. Guter Antritt, Flair, naja, da ist der Srira zum Beispiel schon besser. Zielstrebigkeit ist extrem hoch. Grundfitnesskraft. Das ist halt extrem schlecht hier. Einsatzfreude, ja, Ich finde den Srira da vorne, ehrlich gesagt, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat den Srira, der gefällt mir einfach. Ich finde, dass das so schon gut ist. Ob jetzt hier der Demirock oder der noch das erforderliche Potenzial. Ja, da ist dann aber eindeutig der Adili also wesentlich besser als der Demirock. Ich lasse es so. Hinten, das ist okay, das können wir gerne mal ausprobieren. Ansonsten, ach Gott, wir sind auch noch Favorit. Auch dynamisches Kontern. Ach, die sind sogar bereit. Okay, und jetzt muss ich was anbieten, oder wie? Die verlangen nichts für Markus Tresch. Nice.
Schlagen Sie die angepasste Kondition vor, um eine sofortige Antwort zu erhalten. Geben Sie diese Verhandlungen ab, dann werden Sie in 1 bis 2 Tagen eine Antwort erhalten. Angebot machen. Ja. So, schauen wir mal. Das ist jetzt der erste Versuch. Es ist jetzt so November, weißt du? Jetzt fange ich auch mal an, da so ein paar Oktopusarme auszustrecken. Wurde akzeptiert. Na also, stark interessiert an Verhandlungen. Genauso interessiert und 15 geringes an. Kannst du mir bitte. Ach so. Passau, Hohe Meiern, Wangen. Yay, da bin ich nicht dabei. Bin ich hier? Die spielen alle Liga über mir, oder? Einser Schlüsselspieler, ja. Auch so bleibt. Gehalt 3.500 pro Jahr. Verhandlungen beginnen. So, das ist mir ehrlich gesagt egal. Vertragsverhandlungen von Spielern will ich machen. So, ich bin bereit, Vertragsgespräche aufzunehmen, aber da es noch anderweitig Interesse gibt, schlage ich vor, dass Sie den folgenden Konditionen zustimmen, damit Ihr Angebot das verlockendste wird. Aha, nix. Alles klar. So, Schlüsselspieler ist sowieso klar. Mit der Rolle offensichtlich, ja, das geht in Ordnung. Das werde ich dir wahrscheinlich nicht sofort bieten können. Ist alles verhandelbar. Ich überlege gerade bloß. Ich halt drei Superstars habe, das ist so dumm. Sehr mutig. Wird sich wahrscheinlich problemlos in die Kerngruppe des Kaders einfinden. Spieler, der sich voll reinhängt. Seine Flanken, ja, das ist egal. Ist nicht sehr trickreich. Seine Sachen hat er nur zum Stehen. Nur für lange und könnte das ein sogenannter Fußballsöldner. Ja, das heißt, er könnte auch jederzeit wieder gehen. Egal wie teuer er wird. Will Verstärkung. Will Verstärkung. Nein. Ist das jetzt er oder bin das ich? Das sind meine Versprechen, oder? Ja, doch, Stürmer wäre noch eine Überlegung wert. Das kann ich dann irgendwie so umstellen, gell? So. Du bleibst der Offensive. Das ist auf alle Fälle safe. Genauso wie das. Okay. Wenn ich jetzt das vorschlage, steht da jetzt. Ich hätte mir vielleicht doch die Erklärung anschauen sollen. Geschätztes Gehalt. Wie ist denn das so? Wann kommen denn die Gehaltsverhandlungen? Hier steht nichts vom Gehalt. Vertragsgespräche, alles klar. Vertrag verhandeln. So, jetzt kommt der Vertrag, alles klar. Also erstmal versprechen. Er hat überhaupt keine Anforderungen. Bestehenden Vertrag verwenden, so. Vertragsart, Teilzeit. Vertragslänge kann ich anscheinend nur 2 Jahre machen. Gehalt. Ist alles zu viel, oder? Null. Belastung. Die Gehälter des Vereins betragen derzeit 30.000. Gehalt 275 € pro Jahr.
Der verdient aber ja jetzt schon 800. Aha, Loyalitätsbonus ist was? Ah ja, das heißt, er verdient 1,2000, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ach so, nee. 2 Jahre, also quasi 1100 im Jahr. Beratergebühr gibt's nicht. Gehaltserhöhung bei Aufstieg, das muss ich ein bisschen drücken. Das ist mir ein bisschen zu viel. Jährliche Gehaltssteigerung. Machen wir so. Prämie für bestimmte Anzahl an Torvorlagen. Das ist aber alles ein bisschen viel, hä? Übertreibst du es da nicht ein bisschen? Machen wir mal hier und so. Ja, mach. Ach, das geht gar nicht, oder was? Hä? Ja, entfern doch, du hässlicher, Alter. So viel kriegst du nicht, das ist viel zu viel, spinnst du? Ersatzspielerprämie. Ich würde das gern nicht zulässig. Vorlagenprämie. 10 € verhandeln. Ist zu weit von der Forderung entfernt. Um so weiter verhandeln zu können, legen Sie mir so ein ordentliches Angebot vor. Folgendes würde ich akzeptieren. Anbieten würde uns also viel einfacher werden. 4,4. Das ist das, was er mindestens will, gell? Okay. Ist mir doch egal. Ich brauch dich. Koste es, was es wolle, stand da. So, Posteingang. Damit ist der Trash verpflichtet. Brauchen wir noch einen Stürmer, oder? Ja, Unterföhring, Pass ausstellen. Alles in Schatten. Fortfahren. Jetzt kommt das Spiel. Posteingang nochmal. Angebot. B-b-b-b. Wir haben Angebote für Trash akzeptiert. Wie sie alle beim ersten FC Sand einkaufen. Ich weiß jetzt nicht genau. Für Dörflinger. Für Trash mehr lesen. Äußern. Kann ich hier Nachrichten von Trash auswählen? Nee. Alles klar, dann halt nicht. Scouting-Meeting. Team Dörflinger. Er ist halt ein Stürmer, gell? Den ich auch gern hätte. Anfrage starten. So. Noch ist er ja nicht weg. Fitnesstest bestanden. Maximal 75 Minuten. Okay, ich wechsle dich dann ein. Du bleibst aus ein Einwechselspieler. Und es geht los! Nichts unternehmen. Das hat noch nie was gebracht, das Scouten. Einzige, was ich eventuell unter Föhring. Ansonsten machen wir mal weiter jetzt. So. Mehrfach, das verstehe ich nicht, was er damit meint. Verteidigen Aufgaben. Standards herausholen. Das können wir machen. Ah, nur nächste Partie, bitte. Na, 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 na. Das habe ich ja schon gesagt, das möchte ich nicht. Anweisung, wir haben unseren taktischen Stil verändert. Was setzt er denn jetzt da um, bitte? Das ist ein Rätsel für die Ewigkeit. So, da ist unser taktischer Stuhl. Gegner, da habe ich sogar schon was eingestellt hier. Enge Manndeckung, die Außen und den Vorden sollen sie pressen.
Der hat sowieso keine Ratschläge für mich, weil er ein Arsch ist. Gut, dann hätte ich gesagt, spielen wir doch mal. Ach so, nein. Dann, nehme ich einfach die zwei noch mit rein. So, wurscht und los. Aber ungeeignet, nicht mit der Flexibilität vertraut. Probieren wir es halt einmal. Jetzt ist eh schon spät. So. Und los. Motiviert und dann fangen wir an. Gehen motiviert an die Sache ran. Was ich nicht verstehe, ist, warum das hier in meinem Kopf gerade so leise ist, das Ganze. Normalerweise ist das hier wesentlich lauter. Ah. Okay. Headset. Schauen wir mal, wa? Was das hier so macht mit uns. Hat sich jetzt hier eigentlich irgendwas verändert? Nee, ich habe ja nichts umgestellt, gell? Was ich gerne hätte, wäre sowas wie diese Live-Tabelle wieder angezeigt. Wo war denn das? Verstehe ich nicht. Warum ist das jetzt auch vorsichtig? Ich habe doch defensiv ausgewählt. Oder hatte... Ach, das ist... Weil ich auf... Ich weiß nicht mehr, wie das geht, dass ich da die Live-Tabelle einblende. Naja, egal. Ich sollte mich aufs Spiel konzentrieren. Schauen wir mal. Gewinnen muss ich den Schmarrn. Adili! Eckert! Schauen wir mal, was die da so fabrizieren, hä? Mit unserer dynamischen Konteraufstellung, die so gar nicht ans Kontern erinnert momentan noch. Der Ball rollt aus dem Feld. Also bis jetzt ist ja noch nichts Spannendes passiert. Außer das jetzt da gerade. Hast du den Namen gesehen, Alter? Ein Gemälde von Name. So, Cadraio. Ich sag jetzt erstmal nichts. Vertikale Bälle gehören ja irgendwie zum Konterspiel dazu. Darf man ja nicht vergessen. Aber zufrieden bin ich nicht damit, wenn ich ehrlich bin. Sehr schön. Machen wir weiter so. Dann nimmt ein Heinz mit. Heinz geht... Das ist fast an die Grundlinie. So hätte ich das gerne in der anderen taktischen Aufstellung mal gesehen. So, Friedmann verliert den Ball. Das ist ganz ungünstig an der Position. Exzellentes Tackling. Die sollten mal Pokémon-Fußball machen. Das wäre mal cool. Na klar. Jetzt schon eine gelbe in der 9. Minute. Wie ging das nur, dass ich da so eine blöde Tabelle einblende? Ja?
Ah ja. Wenn ich das doch nur wieder. Ich. Hä? Aber ich kann doch sonst nirgendwo draufdrücken. Alle. Ja, das ist jetzt die Einstellungen vom Spiel. Also Spiel-Spiel-Einstellungen, die interessieren mich aber nicht. Ich weiß doch, dass es geht. Ich hatte es doch schon mal. Aber ist halt weg. Verstehe ich nicht. Es ist mir ein Rätsel. Und so richtig dynamisch wirkt es jetzt auch nicht. Das ist einfach jetzt immer nur dieses Weggebolze da. Ich hasse es. Wart's mal ab, Alter. Jetzt kommt dann der. Ey, voll! Jetzt kommt dann der Trash. Mhm. Trash ist schon. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist er safe. Also, er hat's angenommen, oder? Oder entscheidet er das jetzt dann erst noch? Dann holen wir noch einen Stürmer. Irgendeinen anderen Stürmer hauen wir raus. Vermutlich den Mühl, weiß ich noch nicht. Näh. Wo rennt er so hin? War gar nicht so schlecht jetzt die Idee. Jetzt hör halt auf! Der hat doch schon gelb. Stopp. Er hier. Bitte nicht mehr. Geht gar nicht. Ich kann das gar nicht deaktivieren. Oh, fuck it. Das glaube ich, da regnet jetzt dann gleich eine rote. Ich kann das nicht ändern und shit. Das ist so vorgegeben von der Taktik. Nervt mich jetzt ein bisschen. Was? Wieder Spieler werden auf einer eingesetzt. Ignorieren. Oh, schön gemacht mit der Huber. Ich lasse jetzt mal noch ein bisschen. Vielleicht stelle ich jetzt dann noch um. Mal schauen. Vielleicht aber auch erst zur Halbzeit. Das ist jetzt so die Frage. Ich will jetzt, weil ich müsste ja Demirock einwechseln für die Taktik, die mir der Co-Trainer gegeben hat. Weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Dass der Martins dann fürs Rierad, das ist natürlich schon interessant, weil das ist einfach Martins seine Position. Da wird er dann konkurrieren mit dem Trash.
Alles klar, der geht da einfach durch. Das war gut. Das war richtig gut gemacht vom Kadreier. Obwohl er schon eine gelbe hat. Oh, wie sie mich vorführen, die Ficker. Also Torschuss hatte ich bis jetzt noch keine. Ist halt das erste Mal jetzt mit dieser Taktik, nicht wahr? Das. Ich habe schon gemerkt, egal was ich mache, ich kann es sowieso nicht allen recht machen in der Mannschaft, was die Taktik angeht. Tatsache ist, wenn der Trash kommt, kann ich den Martin so belassen, wie er jetzt ist. Den Trash statt Srirad rein. Also ich sehe da schon Potenzial drin dann. In der Offensive. Defensive weiß ich noch nicht so genau, wie es machen soll. Weitestgehend funktioniert es ja. Dass da Tore fallen irgendwann ist ja klar. Also er kann halt alles verhindern. Das müssen sie besser spielen. So. Da ist er, das Srirad. Da ist ja immer noch der Wurm drin, aber ich reg mich nicht auf. Neue Taktik, alles neu. Sie haben ein bisschen Zeit verdient, das aufzuarbeiten jetzt. Ich meine, die letzten Spiele waren ja katastrophal, wenn man mal ehrlich ist. Schlechter kann es ja nicht werden. Was war das? Sag mal, warum faulen die denn nur noch? Was ein Scheiß. Weil das so aggressiv eingestellt ist, aber das will ich gar nicht. Ich kann es aber dann ändern, was für ein Scheiß. Das ist doch kein dynamisches Kontern, das ist einfach nur blind nach vorne schießen. Das, was der Gegner da macht, ist interessant. Meines Erachtens nach. Schön. Setz dich mal durch, Junge. Gibt's Karte? Ja, hat er auch endlich mal eine gelbe. Zeit ist worn. Los, Cadrayo. Na. Ich überlege, da beißt sich das nicht, dass ich Gegenpressing anhabe, aber auf Kontern eingestellt bin? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oder? Junge! Schön! Ja! Okay, also sie spielen sich wohl langsam ein, wenn ich das so richtig sehe. Wird ja langsam. Ah, hört's doch auf mit dem Gefaule, ey. Schlimm. Der Trash hätte den verwandelt. Warum? Abseits oder was?
Na. So viel zum Gegenpressing, ja. Funktioniert richtig gut. Pass mal auf, das. Ach so, ich kann jetzt hier die Taktik so ändern. Alles klar. Umschaltspiel. Neu formieren, bitte. Und dann nach Ballgewinn Konter. Ich habe keinen Zielspieler eigentlich, gell? Das lasse ich mal weg. Eventuell hilft mir das ja jetzt schon. So. Nicht viel geändert. Nur ein Kleinigkeitchen. Kein Gegenpressing, sondern sie sollen sich neu formieren und neu aufbauen. Rote Karte! Eindeutig Foulelfmeter. Oh, schade! Also bis jetzt kann ich ehrlich, ich kann noch nicht mal ein Fazit. Oh, das war gut abgewehrt, aber das darf eigentlich gar nicht passieren. Der darf da nicht so frei stehen. Das ist so ein bisschen wie Dortmund spielt jetzt. Vorne der Haaland und das ist bei mir der Eckert. Bloß, dass der Eckert halt nichts kann. Aber jetzt sieht man es ganz schön, dass sie dann hinten gehen, sich formieren und. Klar, die gehen halt jetzt vorne nicht mehr drauf. Die lassen den Gegner jetzt wieder kommen. Ach, jetzt hört's doch auf. Srirat, Digga. Das möchte ich nicht so. Oh, der war gefährlich. Richtig gefährlich. Na, ihr dürft aber auch schon was tun. So ist es nicht. Den decke ich doch schon. Der ist doch in kompletter Manndeckung, oder? Jetzt ist dann gleich Halbzeit und dann wollen wir nochmal neu überlegen. Ob ich eventuell taktisch umbaue. Das Ding ist bloß, dass ich den Cadrayo gar nicht rauskriege. Das heißt, er muss mit seiner gelben jetzt durchspielen. Beinahe schön geworden. Schade. Das gibt's ja nicht. Hast du das gesehen? Da war Schuss auf Tor. Seltenheit bei meinen Mannschaftskollegen. Meistens sieht es nämlich so aus. Töging führt 3-1 gegen Sturmhaubitzen. Komm jetzt, pfeif ab. Na also. Ja, ich kann nicht alle decken, mein Lieber. Wie soll ich das machen? Ich kann nicht alle decken. Nicht angekommen, angekommen.
Kabine. So. Motiviert, gelassen, normal. Okay, wenigstens da sind sie jetzt ein bisschen beruhigt. So, machen wir mal Taktik auf jetzt. Denn jetzt wird es ein bisschen interessant. Jetzt muss ich nämlich überlegen, wie ich es mache. Einmal tausche ich euch beide. Martins kommt hier hin. Demirok für Eckert. Warte mal. Du bist auch ein reiner Außen, gell? Und kommst dann für Adili. Und Cadrajo wird offensiver. Nee. So. Quatsch, geh halt weg. Der kann schon auch offensiver spielen, gell? Das wäre jetzt so meine Überlegung für, wie es weitergehen soll. Und das werde ich auch so machen. Hey, ich bin ja jetzt in die Kabine zurückgekommen. Interessant. Und los. Der einzig Motivierte, der Eckert, den haben wir jetzt rausgenommen. Aber das ist jetzt mein Plan. Schauen wir mal, ob es funktioniert. So, Sridhar ist jetzt Stürmer, wie sie es gehört. Martins hinter ihm. Offensiv. Weißt du, das, was der Gegner macht, nennt sich Kontern. Das, was meine machen, vor sich hinlaufen, abbremsen, Ball verlieren. Und das ist der Unterschied, warum meine Mannschaft einfach doof ist. Die Meldung da ignoriere ich jetzt mal, weil ich deck die beiden außen schon. Boah, schön, Heinz! Ja, wenigstens einen Freistoß raus, Kohl. Ich kann nicht alle eng decken. Was soll das? Oh, schade! Warum hat der Adili den geschossen? Habe ich nicht Cadrajo als Freistoßschütze hinterlegt? Oder war das Ecke? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ah! Kacke ist am Dampfen. Den hättest du jetzt aber auch besser klären können. Aber wir könnten schon führen, so ist es nicht. Also Chancen waren jetzt schon da. Der eine stramme Hammer. Gerade eben hier. Sehr gut mit der Arsch. Doch nicht sehr gut. Sehr nehme ich weg. Ich sehe schon kommen, ich krieg schon wieder irgend so einen lucky Scheißdreck reingeknallt. Und dann ist vorbei. Dann sagt meine Mannschaft wieder, nö. Das beruhigt mich, dass denen ihr Torwart auch ein bisschen dumm ist, was sowas angeht. Und nicht nur meine Spieler so einen Schwachsinn produzieren hier. Hört es an. Geht da mal einer drauf jetzt? Wo er nur hinschießt, man weiß es einfach nicht. Das weiß ich, dass der auf einer fremden Position eingesetzt wird. Was soll ich machen? Ich habe ja immerhin auch einen Verletzten. Darf man ja auch nicht vergessen, der da eigentlich spielen sollte. Ja, Mann, Arsch! Hast du das gesehen, Alter? Hat der mich gefoult? Alrighty. Hab ich, schön. Steht halt keiner da, um das abzudecken.
Also es wirkt wirklich so wie ein amateurhaftes Spiel, was es halt auch ist. Ein bisschen hin und her gegrätscht jetzt. Zwei gleiche Taktiken quasi und man sieht's. Aber ich stelle jetzt auch nicht um. Ah, Einwurf. Ich könnte natürlich jetzt auch umstellen und die andere Taktik verwenden. Das würde den Gegner wahrscheinlich jetzt hart überraschen, aber ob das was bringt oder ob das mich jetzt noch mehr überrascht, meine eigenen Leute, das ist die Frage. Wobei ich ehrlich gesagt mit dem Unentschieden jetzt nach diesen Niederlagen erstmal auch leben kann. Auch wenn ich lieber gewonnen hätte jetzt. So ein bisschen mit Konter ist... Was war das? Warum machst du das? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ah, immer diese weiten Bälle. Der war schön. Ab der Laue, die mir Bock. Nice. Was macht er denn? Jetzt pass mal auf. Das nervt mich jetzt. Der Torwart, der geht mir auf den Piss. Spiel schnell fortsetzen. Weite Abwürfe. So, mach mal so jetzt. Arsch, ey. Kontern schön und gut, aber wenn der ständig ins Leere schießt. Na, wo ist der Abwurf? Macht er nicht. Nee. Ah! Der hat den Ball behauptet. Meier, Meier, Meier. Vorsicht, du Geier. Freistoß. Haben wir geübt. Ecke. Habe ich neu eingestellt. Ecke, komm. Wo sind meine Leute? Das war mal ein Angriff. Kommt, Leute, haut mal was rein jetzt da. Nochmal Ecke. Nochmal nach außen. Bring's. Mach was. Tu irgendwas Intelligentes. Los. Ja, natürlich. Ball verlieren gehört immer da. Der Friedmann, Alter. Der verliert mir viel zu oft den Ball. Ich würde mir am liebsten die ganze Mannschaft austauschen. Gegen FC Bayern. Von mir aus auch 60. Mir ist alles gut in der Liga. Würde mich mal interessieren, ob ich bei, wenn ich jetzt hier Bayern oder so hätte, wie viel ich tun müsste taktisch, um überhaupt zu, weil eigentlich würden ja 2, 3 Spieler reichen, um alle fertig zu machen. Das war aber kritisch gerade. Was sagt die Ausdauer? Ist noch vorhanden. Alles klar. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt impulsmäßig jemanden einwechseln sollte. So viele Impulsgeber habe ich nicht auf der Bank, wenn ich ehrlich bin. Spontan fällt mir da jetzt der Maharaja ein, oder wie er heißt hier, der verletzt war. Der Friedmann, ey, der geht mir auf den Piss. Er verliert dauernd den Ball. Der hat, glaube ich, noch keinen einzigen Zweikampf gewonnen. Kann das sein? Ich hab dich im Auge. Ach, scheiße. Mein Einwurf ist natürlich dumm. Weil ich ja jetzt Heinz und Friedmann natürlich getauscht habe von der Position her. Ja, das ist natürlich bescheuert. Das muss ich jetzt noch schnell ändern. Das ist natürlich total dumm. Was? Einwürfe. Hä? Nein. Hier.
Wo ist es? Da. Ihr beide, ihr müsst natürlich jetzt tauschen. Ist ja klar. Friedmann weg. Heinz weg. Ja, weil jetzt, die haben ja Seiten getauscht, weil ich gerade gesehen habe, dass der Heinz auf der rechten Seite war, obwohl er ja da oben verteidigt. Ja, voll dumm. Die ganze Seite da oben offen. Das sind natürlich taktische Anfängerfehler, die nicht passieren dürfen. In der Realität wird es auch nicht passieren, weil keiner rennt von oben nach unten, nur um einen Einwurf zu machen. So, der hat schon gelb. Was macht er? Er verliert den Ball sehr gut. Das ist natürlich der Nachteil bei Konter. Wenn er alleine ist, ist er alleine. Dann muss er auch was draus machen oder halt nicht. Sehr gut, Adili. So, wo ist der Flügelspieler da? Dann macht er. Er nimmt Adili. Oh, der war richtig gut. Aber dann stagniert's. Das war Bananaflanken. Aber leider mit wenig viel Effekt. Oh 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 oh. Das war schon, sah wieder ganz gefährlich aus jetzt hier. Der hat den und verliert ihn, aber Demirok ist da. So, pass mal auf, ich ändere. Ach so, ne, erstmal die. Jetzt hat. Okay, jetzt ist die eine Änderung durch. Pass mal auf, jetzt hat. Anspiel links innen, noch den linken Flügel an den Ball zu halten, anstatt auf einen Spieler zu warten, der sie hinterläuft und vor ihnen vorbeizieht. Was? Auf dem linken Flügel an, den Ball zu halten. Und anstatt auf einen Spieler zu warten, der sie hinterläuft, eine Anspielstation zu suchen, die sich innen anbietet und vor ihnen vorbeizieht. Oh, das könnte natürlich hinhauen. Aber das wollte ich aktivieren. Ich gehe jetzt voll auf meinen. Na, ist ja Konter. Also, schnelles Spiel in die Spitze. Das war jetzt natürlich so nicht gedacht, aber okay. Das nach innen ziehen ist eine Überlegung. Also nicht nach innen ziehen, sondern dass die Außen warten, bis sich innen einer anbietet, wäre eine Überlegung wert, auszuprobieren. Dann brauche ich aber in der Mitte wahrscheinlich auch mehr Leute, die sich da anbieten und nicht nur einen Stürmer. Schauen wir mal, was das gebracht hat. Mit der Huber. Das war schwach. Der Demi-Bock steht nur rum. Der hat gar keinen Bock zu laufen. Da ist er wieder, der Mitterhuber. Oh, diesmal richtig gut. Und dann. Flanken, die kriegen einfach keine Flanken hin. So, pass auf, jetzt kommt mal eine Auswechslung. Und zwar kommt für dich jetzt der Achmabal Makan. Schauen wir mal. Alles klar. Ja, bitte überspringen, komm. Das ist. Warum passiert das meiner Mannschaft nicht? Mann, ist es jetzt, weil ich jetzt diese eine Anweisung hier wieder gemacht habe? Liegt's daran oder woran liegt's? Was?
Boah, scheiße, das ist, weißt, aus diesem Grund habe ich so gar keinen Bock irgendwie mehr. Weil irgendwie alles nicht funktioniert, was ich mir überlege. Nichts klappt. Selbst wenn ich es aber auf Standard lasse, spielen sie einfach schlecht. Das ist unglaublich. Ja, bin ich geil. Der war richtig gut. Das war mal ein guter Spielzug. So stelle ich mir das vor. Gute Flanke. Da kommt einmal die Flanke durch und dann ist der drin. Verstehst du? Dann ist der einfach drin. Ja, jetzt sind sie auch. Jetzt habe ich natürlich anfeuern. Jetzt sind sie alle Demo. Oh, Spiel, du bist so dumm. Ich wollte den Befehl. Ich hätte ihn auch abbrechen sollen, ich Idiot. Das war jetzt natürlich nicht so schlau. Oh ja! Srira Digi! Was war das für ein Move gerade am Ende? Aber egal. Hat der den da reingemacht? Oh, da war sein Pass. Zuck! Richtig schön gemacht. Klasse! Und zuck! Nein, abseits. Oder? Nein, zählt! Yes! Boah, ich dachte jetzt abseits. Aber der zählt. Oh, ich bin glücklich, aber ich kann es noch nicht zeigen, weil ich habe so Schiss. Ich habe einfach Schiss, dass jetzt gleich nochmal was kommt. Was? Ja, komm. Wechsel von mir aus. Ja, der ist ziemlich erschöpft, ja, kann man machen. Keine Ahnung, was hier unten jetzt gerade passiert ist. Achso, das ist vorbereitet, oder was? E4, Berberich. Nochmal die letzten 10 Minuten den frischen Innenverteidiger rein. Gut, dass ich dich jetzt auswechsel. Oh, 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 oh. Oh! Abgefälscht vom eigenen Mann. Glück gehabt. Ich weiß es nicht. Das könnte echt ein Sieg werden jetzt. Ich mache jetzt einfach nichts. Wenn ich jetzt einfach nichts verändere, vielleicht komme ich so mit ein bisschen Luck jetzt durch. Einfach ein bisschen Glück jetzt. Leute, komm. Ich drücke mir alle drei Daumen. Torwart. Nein, Abstoß. Ja, gar nicht schlecht. Abstoß ist gut. Kostet Zeit. Lass dir Zeit. 6 Minuten plus Nachspielzeit. Nimmt sich die Zeit. Er nimmt sich die Zeit. Kriegt jetzt dann bestimmt gleich. Nee, kriegt er nicht. Wollte gerade sagen, kriegt er gleich eine gelbe. Aber er hat sich jetzt wirklich Zeit gelassen. Der stand halt da jetzt ein bisschen. Alles klar. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Ich habe das gar nicht eingestellt mit dem Zeitspiel, aber er macht. Ey, ey. Der hat schon gelb. Weg, weg mit dem. Ich muss zugeben, das, was der Makan. Den seine Flanke war ausschlaggebend. Leute. Egal, lasst euch Zeit. Schade, kam keiner ran. Nimm ihn ab. Yes! Oh Gott. Souverän gewonnen ist es halt nicht. Da ist noch jede Menge Spielzeit, die der Gegner nutzen könnte. Uff.
Abseits? Nein, doch. Ah. Ich habe gedacht, dass der oben das aufgehoben hat. Also der Linkstorwart. Lass da Zeit. Schießt ihn weit weg. Der war unnötig. Der war schön. Srirat, ey. Okay, frei. Boah, wenn jetzt nochmal das 3-1 fällt, ich klatsch mir die Cojones zusammen. Boah, aber es ist auf einmal ich verstehe das nicht. Was hat sich verändert, weißt du? Liegt's nur daran, dass ich gesagt habe, frühe Flanken schlagen oder woran liegt's? Der Meier. Aber es ist keiner in der Mitte, der jetzt. Ja, es war keiner in der Mitte. Er hat keine Chance. Wolf! Der Wolf! Der Wolf! Nimm den Ball ab! Oh Gott! Oh Gott! 4 Minuten! Ja, bist du irre! Achtung, 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 Achtung. Zeitspiel. Machst du jetzt Vollgas? Und los. Ach, das setzt er jetzt noch nicht ein, gell? Ah. Aber er lässt sich ja sowieso Zeit und schießt ihn dann dahin. Ah, da steht halt niemand. Drei Minuten noch. Drei verkackte Minuten noch. Geh an die Eckfahne oder irgendwas. Oh, schön. 2,5 Minuten noch. Bitte gewinnen. Ich brauche diesen Sieg. Ich brauche diesen Sieg. Das war schön, dass er ihn angespielt hat. Gute Taktik. Weniger als 2 Minuten. Er zuckt. Er lässt sich Zeit. 1,5 Minuten. Gegner hat den Ball. Ich habe den Ball. Nice. Geh, 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 geh. Oh, sehr gut. Ah, hätte auch mal schießen können. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ah, nice! Ja, Mann! Bitte, Alter, noch 1 Minute! Weniger als 1 Minute, oh Gott! Oh! Oh! Abstoß! Lass der Zeit, Junge, lass der Zeit! Viel, viel Zeit lassen, aber kassier kein Gelbe. Jetzt hat. Schieß und er. Ja, Mann! Oh, es kribbelt wieder. Oh Mann, schön. Srirat war richtig gut. Da hat er sich jetzt meines Erachtens nach einen Stammplatz verdient. Der Eckert ist so, naja. Martins sowieso, der macht immer das souverän. Das hat auch ganz gut funktioniert, finde ich. Wenn ich ehrlich bin, er war ein bisschen sehr aggressiv. Aber es wäre mal eine Überlegung wert. Ich habe ja vorher außen vielleicht auch noch. Er war super. Ah, der kam rein, Flanke, Tor. Nice war das. Richtig nice. Was ist das? Aggressiv? Ah, ich liebe euch gerade, Jungs. Endlich, der lang ersehnte Sieg mal wieder. Tabellenplatz 9, aber 13 Punkte. Das ist wichtig, weil ich will hier. Wir brauchen diesen Abstand. Jetzt stehen wir punktgleich mit ihnen. Puh. Knapp, aber gut. Ja, siehst du, auf einmal loben sie auch mal. Was ist das? Bayerischer Pokalfinale oder was? Türgüschü Pipinsried. Dritte Runde. Ja, Glückwunsch. So. Oh, Heidewitzka, wa? Jetzt schaue ich mir noch kurz die Mails an, informiert sie über Cadrayo. Ja, jüngste Entwickler auf dessen neuer Position unter die Lupe genommen. Weiterhin nur mangelhaft zurecht, könnte sich aber mit der Zeit noch verbessern. Darauf bin ich eigentlich aus. Seines Trainings gegeben werden. Zentraler Mittelfeldspieler.
So, ha? Sind viele seiner Fähigkeiten mit drin, hätte ich jetzt mal behauptet. Da, bleibt in zwei auf den Beinen. Da, da, da. Okay, ich glaube, dass das jetzt so gemacht wird. Da ist jetzt kein Bestätigen-Button. Also gehe ich jetzt davon aus, der saved es. Ha, gute Moral. Nach Rückstand nochmal gekommen. Haben wir nur 7 Schüsse. Das nenne ich mal Effizienz. Gut in Form bei knappen. Ja, der ist Rirat, Alter. Der ist Rirat. Ausgebildet in Thailande. So sieht er auch aus. Bloß ein schwarzer Thailänder. Ergänzungsspieler, das wird sich ändern. Dich mache ich groß, Digga. Du wirst mein Torwartwertung 2. Schießt platziert. Nice. Sowas brauche ich vorne. Perfektionist, brauche ich sowas. Noch das erforderliche Potenzial, das verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Ich finde, dass er super gespielt hat. Wie könnt ihr die immer nur so schlecht bewerten? Das ist schon wieder U19. Was? Wettbewerbsübersicht. Türkgücü! Großes Kino im Raiffeisen Sportpark. Ui, da ist es aber rund gegangen bei einem 4-1 für Erlbach. Ja, erster wäre man nicht mehr, die hole ich nie wieder ein, aber so einstelliger Tabellenbereich reicht mir. Verlangt nichts. Ich brauche den. Oder? Der ist gut, die sind alle hinter dem her. 29% wäre eine sinnvolle Verpflichtung. Ja, das sehe ich nämlich auch so, wenn ich ehrlich bin. Die wollen ja nicht, ja, dann gebe ich ein Angebot ab. Bitteschön. Für wen er sich dann entscheidet, bleibt ja dann wieder offen. Genauso interessiert, okay. Da bin ich auch nicht dabei. Geringeres Interesse, Passau. Da bin ich auch nicht dabei. Will einen recht un. Ja, das lässt sich einrichten. Machen wir die Verhandlungen jetzt noch oder gehen wir dann schon rein ins nächste? Ach, die Verhandlungen machen wir im nächsten Part, Freunde. Also, wir sehen uns dann wieder.